Hallo zusammen und willkommen in der Zwergenbucht. Es hat sich ja doch einiges getan, deswegen wollte ich euch so ein kleines Update-Video zeigen. Es ist jetzt nicht mal eine Woche her, aber man sieht schon, es hat sich einiges getan hier draußen. Und zwar primär, was die Bäume angeht. Also in dem ersten Video sah man ja noch, wie hier alles voll stand. Das wurde in den ersten zwei Tagen komplett abgeholzt. Ein Großteil davon zu Planken verarbeitet, die jetzt auch da hinten weiter benutzt werden. Und das hier ist jetzt unser Neuanpflanzungsversuch. Weil man sieht da an der Distanz zwar noch jede Menge Bäume, aber die gehören schon teilweise den Nachbardörfern. Und wenn wir jetzt anfangen, deren Sachen wegzuholzen, finden die das nicht so schön. Also ja, wir haben ein Wiederaufforstungsprogramm gestartet. Auch hinten im Westen. Die Baumkuppen, die ihr da sehen könnt, gehört zu einem Zedernwald. Da kümmert sich gerade Sofa drum und Touch und 2. Aber auch weiter westlich sollen in der kahlen Fläche da noch Pinienwälder angepflanzt werden. Hier haben wir gerade die Grundflächen, die ebenfalls vollkommen neu sind. Hier waren auch überall Bäume, die ganze Fläche bis da oben hoch. Und es war alles tierisch hügelig. Das wurde alles planiert. Also wirklich jedes kleine Fitzelchen hier wurde von anderen Spielern mit einer Schaufel ausgegraben und gerade geklopft. Und jetzt kommen hier die Tiergatter hin. Alles in einem etwas größeren Stil und richtig schön gerade. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Abstufung. Da kommen eventuell Eichenbäume rauf, weil Eichenbäume brauchen so mehrere Wochen bis Monate, bis sie groß sind. Und bis sie richtig groß sind, dann halt noch länger. Hier sieht man unser Nordtor. Da können wir auch gleich mal reingehen, weil so viel gibt es hier draußen nicht mehr zu sehen. Auf der Fläche hier oben kommt die neue Pflanzenfarm hin. Also essbare Pflanzen hier oben und Baumwolle und Hanf hier oben. Geplant ist hier oben noch eine Glocke drauf zu bauen, um Alarm zu schlagen. Das hier ist übrigens das Nordtor. Mit so einer kleinen Kaserne drin, die aber noch nicht besonders gut ausgerüstet ist. Nur halt ein paar Rüstungen, Waffen, Ersatztrainingspuppen und anderer Klimbim. Ganz oben drauf sind noch 4 Betten, wo denn die Wächter quasi schlafen können, auch wenn das primär RP-Gründe hat. Hier die ersten Trainingspuppen, wobei man da tierisch aufpassen muss. Die kann man recht schnell kaputt hauen. Also immer schön reparieren. Ein paar Minuten draufhauen, reparieren. Ein paar Minuten draufhauen, reparieren. Sonst haben wir ein Problem. Weil wir haben nicht sehr viele Kürbisse. Und wie man sehen kann, braucht man für Trainingspuppen Kürbisse. Warum auch immer. Na gut, wir sind jetzt in der Oberstadt. Ich gehe mal hoch zu meinem Haus. Da hat sich nicht ganz so viel getan. Im Vergleich zum Rest der Stadt, weil ich halt zu nichts komme. Bin immer nur am Rumwuseln. Also primär Steine schleppen und Holz schleppen und schleppen schleppen. Hier kann man auch den Anfang sehen von der Baumwoll- und Hanffarm. Das geht dann halt da über zu den Essenssachen. Und hier auch das Farmtor, was dann auch zur Unterstadt führt. Aber ja, mein Haus. Irgs, einmal drehen, am Köhlerhaufen vorbei. Da unten sieht man die Reste von der Tierfarm. Die werden alle dann später hier hinter ausgesiedelt. Zu der Tierfarm, die ich euch zuerst gezeigt habe. Dann wird der ganze Boden hier platt gemacht, um mehr Platz zu schaffen. Denn ihr seht da hinten schon, das ist alles neu. Das sind alle Spielehäuser. Die wurden alle gestern und vorgestern gebaut. Also mit Ausnahme von 2 Minorus und... Ne, 2 Pigeldi und Minoru. Irgend so war das. Die stehen da jetzt schon ein paar Tage länger. Und hier in der Oberstadt, Sofas Haus, Wedgets Haus, ist nicht ganz so viel gemacht worden. Aber damit die Kaserne, wo wir reingekommen sind, und das Lagerhaus. Das Lagerhaus ist auch relativ neu. Kyrias Haus ist inzwischen auch rot bemalt und ein bisschen größer geworden und hat viel mehr Leichen im Vorgarten. Ja, sie ist halt unsere Stadtschlachterin. Aber genau, das Lagerhaus. Inzwischen mit viel mehr Kisten und Bulk-Storage-Bins und Schildern, die erklären, wo was hin soll. Da muss immer noch ausgebaut werden. Und obendrauf dann halt das etwas wertvollere Zeug, damit man es besser wegschließen kann. Hier unten, die alte Taverne wurde wegkatapultiert. Da ist jetzt das Haus von Miles hier und von Euro hier. Die Schmiede, die... Oh, schönes Gewitter. Die Schmiede, die vorher hier unten war, wo man noch die Reste sieht, ist jetzt nach hierhin verlagert worden. Da sollen später 3 Schmieden insgesamt hin. Also eine zum Erze einschmelzen, eine zum Werkzeug erhitzen und eine um Eisen wieder abzukühlen. Und dann halt hier noch dementsprechend Lagerkisten, um das Eisen, Feuermaterial und so weiter alles einzulagern. Und hier, die Fläche muss auch noch zu Ende planiert werden. Und da kommt dann höchstwahrscheinlich eine Taverne hin. Damit wir dann in der Taverne das Essen einlagern können. Hier bei der Schmiede das Eisen, oben bei der Kaserne die Waffen, Munition und Rüstung und hier im Lagerhaus alles andere. Dass das so einigermaßen alles in der Oberstadt eingelagert werden kann.
Also nicht komplett zentral, aber schon relativ. So, da wäre das Osttor und das Langhaus. Das Langhaus ist auch über Nacht quasi entstanden. Also man ist abends ausgelockt und morgens war es da, so nach dem Motto. Und da sind 16 Betten drin, die allerdings noch nicht fertig bezogen sind, weil wir nicht genug Stoff haben. Aber später sind dann 16 Betten drin, wo jeder sich halt ausloggen kann, um Schlafboni zu bekommen. Also jeder, der noch kein Haus hat. Wobei das mit den Häusern momentan nicht so wirklich Mangelware ist. Also fast jeder, der ein Haus haben möchte, kann sich das auch schnappen. Also eigentlich jeder. Ah, was bist du denn? Nee, nee, ich muss aufnehmen. Ich kann jetzt nicht töten. Also ja, am Anfang war es so, dass wir gesagt haben, jeder schreibt mir jetzt bitte eine PM mit dem Spielernamen von der Person, der in euren Augen sich am meisten hervorgetan hat. Ist okay? Ja, perfekt. Also der sich am meisten hervorgetan. Jetzt muss ich doch töten. Okay. Kui wieder an. Habe ich ein Schwert in der Hand? Nein. Du. Nicht mehr in Ruhe aufnehmen kann man. Ich bin im normalen Kampfmodus, ich greife ihn an und er ist. Sie greift meinen Torso an. Na gut, gucken wir mal. So viel zu der Tour. Da oben sind noch mehr. Aber wenigstens scheint die restliche Spielerschaft jetzt auch drauf zu reagieren. Und männlich wie ich bin, schrei ich um Hilfe. Hilfe! Oh, ich sterbe gleich. Sterben kommt in Videos nie gut an. Also weg hier. Die anderen machen das schon. Hier kommt also später die Hafenstadt hin. Das muss auch noch zu Ende planiert werden. Gerade die Ebene hier auch muss eingezogen werden. Hier oben haben wir unseren Köhlerplatz, wo momentan noch ein Katapult steht. Die Katapulte brauchen wir halt, um Gebäude einzureißen. Das ist nicht ganz so einfach. Bist du immer noch hinter mir? Ja, du bist langsam. Also ja, hier sind Ansätze von einem Köhlerplatz. Da verfeuern wir ab und an mal Holz, um Charcoal herzustellen, woraus wir dann Stahl produzieren. Was ist hier vorne eigentlich? Ach, Stelzis. Ja, die Tiere müssen halt später, wie gesagt, weg. Alles planieren, alles noch mehr Platz für noch mehr Häuser. Aber wie ihr sehen könnt, ist noch jede Menge Grundfläche da. Also diese Packed-Dirt-Felder hier, da und da, das sind alles Grundrisse von Häusern, die man sich quasi nehmen kann, wenn man denn möchte. Hier überall ist noch was frei. Auch wenn das so ein bisschen gedrungen aussehen würde. Deswegen wird das halt zwischendurch aufgelockert durch so kleine Parks. Wir wollen ja keinen Slum erschaffen, sondern so eine richtige Unterstadt. Wobei Unterstadt auch immer ein bisschen komisch klingt. Aber so ist es nicht gemeint. Ist halt nur Oberstadt, weil es oben ist und Unterstadt, weil es unten ist. Keine Klassifizierung oder so. Warum liegen hier tote Rehe rum? Aber ja. Also Unterstadt sehr belebt, sehr viele neue Häuser in den letzten ein, zwei Tagen gebaut worden. Und da ist auch fast unser ganzes Holz draufgegangen. Das ist echt der Hammer. Also wir haben 2, 3 Tage lang fast nur Holz gehackt und Planken gesägt. Jedenfalls ein Großteil von uns. Der Teil, der nicht gebuddelt hat. Und die haben wir jetzt alle nach und nach für die Häuser verballert. Also müssen wir jetzt wieder Holz hacken gehen. Aber ja, da oben sehe ich noch die ganzen Olivenbäume, da können weg. Und hier halt der Zedernwald, den ich meinte. Da hacken wir jetzt mal so Schneisen rein, pflanzen die Schneisen neu an. Und haben so eine quasi Zwei-Felder-Wirtschaft bei Bäumen. Das hier ist die alte Bildersgilde. Die haben inzwischen auch eingerissen, haben also Zugang zu dem Boot. Das ist auch schon zur Hälfte fertig. Den Rest machen wir allerdings erst, wenn wir Blei gefunden haben für einen Anker. Das Biest noch hinter mir? Nö. Kann ich mich auch mal ganz kurz bandagieren. Ich wollte jetzt nicht ausbluten, während ich rumfasel. Kotten aktivieren. Mäh. Das kann ich nicht verarzten. Was soll das denn? Funktionierst du? Ja, First Aid. Sehr gut. Erste Hilfe ist immer gut. Weil Sevierwunden, die lassen mich auch langsam ausbluten. Das ist nicht schön. Also probiere ich das Ganze jetzt mit so einer Farmers Pumpe zu bearbeiten und danach noch ein Heilcover drauf. Und dann kann ich euch die Mine zeigen. Die Mine ist ebenfalls der absolute Hammer. Also allgemein, was wir geleistet haben, das ist unbeschreiblich. Wenn man das mit normalem Wurmstandard vergleicht. Normalerweise baut man über Wochen oder Monate eine Stadt auf. Und dann dümpelt man in der Mine vor sich hin, hat dann da mit Glück nach einer Woche oder zwei Eisen gefunden, weil man genug Steine weggekloppt hat, und arbeitet sich dann langsam voran. Wir haben inzwischen an die 20 Eisenvorkommen, 10 Zinkvorkommen und mehr Steine, als wir rausschleppen können. Und wir haben die Schächte jetzt schon benannt.
weil es sonst zu konfus geworden wäre. Also wir haben den Spielernamen ausgesucht, die möglichst viel an den Schächten mitgearbeitet haben. Und dann heißt der Schacht halt nach denen. Und so kann man jetzt gucken, wo hast du den Zink gefunden? Dann sagt der andere, ah, im Bartholomäus-Schacht. Und zwar relativ weit hinten auf der linken Seite. Und schon weiß jeder, was gemeint ist. Also wirklich einen Plan werden wir demnächst auch noch zeichnen. Aber das lohnt sich momentan nicht. Wenn wir jetzt einen zeichnen würden, wäre der heute Abend wieder nutzlos. So, ich bin jetzt auf Bad runter, das ist schon mal gut. Und die Farmer's Half wurde aufgetragen. Und jetzt kommt da nochmal Treated hinter. Also sie ist aufgetragen worden und behandelt. Können wir noch einen drauf machen? Jo, können wir. Sehr schön. Ich kann weiterreden. Also ja, neue Mine ist hier der Eingang. Und da ganz hinten hatte ich euch schon mal die alte Mine gezeigt. Auf dem Weg zur alten Mine übrigens auf links und rechts die Fruchtbäume, die wir dann saisonal abernten. Und ganz hinten halt die Mine. Darin hatten wir ja auch ein paar Eisenschächte und eine Art Geheimzugang, wo man ganz hoch klettern muss, was keiner von uns schafft, weil der Kletternskill nicht hoch genug ist. Aber ganz oben drauf ist eine Burg. Und die Burg hat ebenfalls ein Minensystem. Und deren Minensystem und unser Minensystem ist über diesen Kletterschacht Kam das Schreigeräusch gerade näher? Also unser Minensystem da hinten und das Minensystem oben bei der Burg ist über einen Kletterschacht verbunden. Heißt, wir können theoretisch von unserer Mine aus, die übrigens mit der alten verbunden ist, hier einmal ganz durchwuseln, bis da ganz hinten zum Berg hin und dann vom Berg aus oben auf den Berg rauf. Und als wenn das nicht genug wäre, wir könnten auch von hier aus zur alten Mine durchwuseln und dann ganz bis auf die andere Seite des Berges und da zum Meer. Wir können also von unserer Mine bis zum Meer laufen. Unterirdisch. Und ich glaube, das mache ich als Abschluss zu diesem Video. Also ich versuche nicht zu verbluten und laufe jetzt, soweit ich mit dem Pferd kommen kann, Richtung Meer. Das wird dann unten in so einer kleinen Zisterne enden. Da steigt man um auf ein Ruderboot, weil es ein unterirdischer Fluss ist, den man nehmen muss, um zum Meer zu kommen. Aber ja, hier ist auch unsere Hauptarchitektin, Gemai, die hat sich super engagiert. Die hat hier halt eine Schmiede aufgestellt mit, hat ein extra, ich glaube hier war das Exportlager. Das heißt, hier wird alles hingebracht, was abgeholt werden soll. Auch wenn es noch nicht so gut ausgeleuchtet ist, aber so war halt der Plan. Also wir haben Exportlager, wir haben eine Schmiede, wir haben ein Zentrallager. Es würde mich nicht wundern, wenn wir bald auch eine Küche und eine Kaserne und sonst was hier drin haben. Aber ich versuche jetzt mal halt weiter runter an komischen Kinderstatuen vorbei zur alten Mine zu kommen. Also da ist der Eingang. Wir haben eigentlich nur gerade ausgebuddelt. Der Haken war nur, hier hat jemand nach unten gebuddelt. Und über das Wasser kommen die ganzen Karren nicht rüber. Aber das müssen wir mit der Zeit noch zementieren, dann passt das. Alle fleißig am Arbeiten, so lobe ich mir das. Sind ja auch genug Leute online. Und jetzt müssen wir hier eigentlich nur geradeaus, denn ein paar Knicks machen und dann kommen wir in die alte Mine. Aber ja, das dauert wirklich eine ganze Weile. Weil es halt tierisch lang ist, weil die Leute bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens hier zu 5, 6 immer nur geradeaus gebuddelt haben. Deswegen mache ich jetzt einen Zeitraffer. Also bis denne. So, ganz kurzer Einwand noch. Hier sind wir jetzt in der alten Mine. Also der Schacht hier hoch, 10 Felder weit, führt zum eigentlichen neuen Eingang. Also früher, als das noch nicht mein Dorf war, sondern ich nur ein Mitglied von dem Dorf, das es inzwischen nicht mehr gibt, hatten wir hier einen Haupteingang, aber der ist zugeschüttet in der Zeit, wo ich offline war. Und als ich dann wieder kam und wir die Mine neu für uns beanspruchen wollten, war der Schacht halt zu. Und wir haben auf der anderen Seite uns durchgebuddelt. Und das hier alles freigelegt in mühseliger Kleinarbeit, weil fast die Hälfte der Stollen eingestürzt war. Und hier ist jede Menge Eisen. Und hier sind die Schächte, die ich meinte. Das war gerade eine Riesenratte. Was zur Hölle macht hier unten eine Riesenratte? Ich will doch nur aufnehmen. Stirb, doofes Ding. Und wehe, du triffst meinen rechten Fuß, der vergiftet ist und bald abfällt. Also hier sind die Schächte, wo man hochklettern kann, wo
wo man tierisch hochklettern müsste, um irgendwo anzukommen. Aber ist super, um Klettern zu trainieren. Also falls ihr mal AFK gehen müsst, längere Zeit, einfach Climbing anmachen, euch nackig machen, die Sachen hier liegen lassen, hochklettern. Fallschaden gibt es in Höhensystemen nicht, also keine Sorge. Da sind noch so ein paar Schächte. Und hier geht es jetzt runter zur Zisterne. Hier ist noch ein Gebiet, wo man noch drauf reiten kann. Aber nicht sehr lange. Hier ist noch eine kleine Schmiede. Für die paar Erzadern, die hier unten sind. Und da ist die noch schade. Cave Dweller. Das heißt, hier gehe ich mal kurz runter. Steig um. So. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Bin ich richtig rum? Nö, einmal drehen. Das ist so eng. So. Und jetzt nochmal ein kleiner Zeitraffer bis zum Ende. Und ich sag jetzt wirklich Schluss. Also bis denne.